So, man sollte auch reden, wenn man die Aufnahme startet. Wir machen weiter. Bei Jump 2. Wir sind bei einem Level von Morsel angekommen. Und da geht es um ein politisches Tier. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Ich krieg schon mal einen Pilz. Mario, ein verwirrter Mann in einer unsicheren Welt, entscheidet, dass er nicht in der Lage ist, okay. Engage, looking towards the right. Wenn ich also nach rechts gucke, interagiere ich nicht mit Objekten. Andersrum. Ja, wie jetzt? Ach so, wenn die mir in den Rücken schießen, ist es auch Kacke. Ja, wait, aber dann ist ja hier der Hit unvermeidbar, oder wie sehe ich das? Habe ich irgendwas noch nicht so richtig verstanden? Na, weil so tut's mir nicht weh. So dann schon. Wenn ich nach links gucke, interagiere ich nicht mit den Objekten. Wenn die mir in den Rücken fährt, interagiere ich aber schon mit ihr. Na hier, zack, tut mir nichts. Tut mir nichts. So, ja, aber so halt. Okay. Also ich glaube nicht, dass ich hier durchkomme, ohne den Pilz zu verändern. Oder ist, wenn die andersrum fährt, dass ich dann so gucken muss? Nee, also die trifft mich auf jeden Fall. Und wie komme ich jetzt da hoch? Mit Anlauf wahrscheinlich. Nee, mit der Säge. Ja gut, keine Ahnung. Okay, Hä? Ich dachte, wenn ich nach rechts gucke, interagiere ich mit den Objekten. Die hat mich doch auch gerade getroffen, als ich nach rechts geguckt habe. Jetzt ist es nach links. Jetzt muss ich doch nach links gucken, oder was? Also ich springe jetzt mal mit links drauf. So. Hä, dann falle ich auch. Ich hab's völlig missinterpretiert. Es geht nicht um meine Blick. Oh. Es geht nicht um meine Blickrichtung. Sondern es geht um die Bewegungsrichtung bzw. Blickrichtung der Objekte. Wenn diese Säge nach rechts fährt, dann tut sie mir nichts. Wenn die Plattform nach rechts fährt, dann kann ich nicht auf sie drauf. Wenn das wieder nach links fährt, dann kann ich. Oh Gott. Oh Gott, das wird ja. Das wird ja richtig interessant. Also wenn die nach links fährt, so wie jetzt, kann ich auf sie drauf. Und so wie jetzt hier und dann wie da. Oh, weia. Okay. Das war jetzt halt kein Drehsprung. Das war jetzt ein Drehsprung, aber der war zu bald. Oh, jetzt. Das musste ich erstmal. Das hat jetzt 5 Minuten gedauert, um das erstmal zu begreifen, was hier los ist. Das ist doch auch schon mal was. Haben wir doch zumindest jetzt schon mal begriffen, wie das Level funkt
Okay, den Pilz nehme ich jetzt mal mit. Und was ist, wenn die sich gar nicht bewegen, sondern nur hoch und runter gehen? Das ist scheinbar egal. Au. Ah, wenn er nach rechts guckt, dann nicht. Wenn er nach rechts guckt, dann nicht. Okay. Also. Das ist ja verrückt. Das wird... Und es ist ein Morse-Level, das heißt, das wird komplett bescheuert. Das wird komplett bescheuert. Und jetzt muss ich auf ihn drauf, wenn er nach links läuft. Jo, wenn der praktisch nach links springt, kann ich drauf, ansonsten nicht. Nein, er dreht sich... Oh, ich dachte, er dreht sich richtig rum. Ja. Okay. Ich muss den Pilz bis hier behalten. Nee, ich bin dumm. Aber habe ich den dann oft nicht gerade gedrückt? Ach, ich muss den zweimal drücken. Ich muss ihn dreimal drücken. Ich dachte, ich muss den Pilz behalten. Gottes Willen, das wäre es gewesen. Jetzt ist wieder... Oh. Oh, ich... Okay, nochmal von da. Ganz ruhig. Warten. Jetzt. Ich hätte mich doch nur noch runterschmeißen müssen. Meine, meine, meine. So, runter, fertig. Okay, ich muss den Pilz nicht behalten, ich dachte schon. So, das muss jetzt wieder so getimt werden, dass der zurückfährt. Okay, hier das Gleiche. Ja, aber jetzt kann ich... Oh Gott! Okay. Also, wenn der... Das Ding ist ja, die sind ja beide exakt gleich. Das heißt, wenn der eine fährt... Ja stimmt, wenn der eine fährt, kann ich ja direkt auf den anderen drauf. Ja eben, die sind ja exakt gleich. Wenn der eine fährt, kann ich auf den anderen sofort drauf. Ah, okay. Das heißt, ich muss einfach... Muss einfach ganz schnell sein, oder wie sehe ich das? Weil sonst falle ich ja durch. Oder ich muss so einen großen Sprung machen, dass ich... Das kann auch sein. Dass ich später springe und dann wieder passend drauf... Oh mein Gott. So nämlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, jetzt ist es links. Jetzt ist es links. Der kann sich auch nicht entscheiden. Also jetzt muss ich drauf, wenn der nach rechts fliegt. Jo, was zur Hölle. Ach so. Tun mir nichts, weil sie jetzt nach links... Oh Gott. Weil sie jetzt nach links geht. Weil sie jetzt nach links geht.
wenn sie jetzt nach links gehen. Und auf die muss ich drauf, wenn sie nach rechts fährt. Ja, willst du mich veralbern? Ich verstehe halt nicht, was die Shell da drin soll. So, die Intro ist doch völlig irrelevant, die Shell. Nein, ich muss die rausholen nachher. Verstanden. Ja, nicht jetzt. Wobei... Jetzt hat es mich da reingezündet. Also ich kann jetzt ja den... So, jetzt habe ich hier Ruhe. Jetzt kann ich in ganzer Ruhe entspannt warten. Und dann kann ich mit die Shell eigentlich gleich snacken. Easy. Dann muss ich mich hier nicht rumstressen. Und kann die mich hier gleich wieder snacken. Wait. Ach so. Ja, jetzt habe ich es versaut. Ich muss bestimmt Yoshi mitnehmen. Oder ist Yoshi nur für den Mond? Yoshi ist nur für den Mond, okay. Hä? Habe ich die Feder gerade deswegen nicht erwischt, weil sie in die andere Richtung ist? Ja, ne? Oh nein, das war so gut. Ich war soweit. Okay, nochmal von da. Ich kann ja nur, wenn die nach rechts gehen. Jetzt hier auf nach rechts. Nice. Okay. Der Federabschnitt war, okay, war cool. So, wenn der nach links geht, muss ich durchlaufen. Okay. Bosskampf. Jo, was? Ach so, verstanden. Das hat mit dem Gimmick gar nichts mehr zu tun. Das ist jetzt einfach... Man hat da unten eine andere Disco-Shell. Und räumt damit den Boss ab. Aber man weiß halt überhaupt nicht, wo der auftauchen wird. Ich muss das also immer abfahren und hoffen, dass ich ihn irgendwie erwische. Mensch, das ist ja spaßig. Was? Ach, ich hab ihn schon abgeräumt. Hab ich gar nicht mitbekommen. Und dann hat nur noch die Disco-Shell selbst gefehlt. Okay. Ja, Mensch, das war wieder ein Morsel-Level, ne? Ja. Und jetzt sind wir hier oben angekommen. Mit anderen Worten. Der Weg ist fertig. Der Weg ist fertig. Der Weg ist fertig. Der Weg ist noch nicht fertig. Da ist mein nächster Abschnitt. Ich wollte nämlich gerade sagen, irgendwo, wo geht es jetzt überhaupt weiter für mich? Aber ja, ne? Das hier hatten wir auch alles. Bis halt auf das Level hier. Das da. Das ist das Wasserlevel-Dings mit LR. Okay, also hier der große Punkt. Hier ist jetzt das nächste. Mit Exit. Secret. Proud to stand my king's big huge meat boom. Hashtag Big Sports.
Da war keine Röhre, aber ist okay. Hi. What the f... Alter, ich mach den Ton, ich mach die Musik gleich aus. Was ist das denn? Also, Sports bedeutet scheinbar, es geht um Jux. Ich glaube, das macht das Level zu einem Sports-Level. Weil das alles, ja, Sportler sind, vor allem er hier ist der größte Sportler. Ach du Schande! Was ist jener Port? Spielt er jetzt Basketball? Er spielt Basketball mit mir. Ja, ist in Ordnung. Ja. Ich meine, die Basketbälle können mich zum Glück nicht töten. Warum? Moment. Wo komme ich raus, wenn ich jetzt sterbe? Hier. Wo komme ich raus, wenn ich jetzt sterbe? Hier. War gut. Nehmen wir halt einfach. Was zur Hölle? Das habe ich nicht. Der Basketball hat mich in die Wand gedrückt. Der kann mich doch töten. Wenn auch anders als gedacht. Alter. Manche. Jugs müssen es wieder übertreiben. Ruhe, ich konnte nicht springen. Und das wollte ich nicht drücken. Na komm, wir machen das nochmal ab dem Waypoint. Ich habe ein bisschen viel gedingst, um hierher zu kommen. Gebe ich ja zu. Weil hier kommt man echt easy durch. Sich nicht komplett. Wait, da ist noch ein Off. Jetzt sehe ich das erst. Das heißt, wenn ich irgendwo einen On-Off finde, muss ich hierhin zurück. Wie mache ich denn den Sprung hier am blödsten? Egal wie ich es mache, ich falle da runter. Machen wir es einfach so. Yo. Yo! Tschüss. Gib mir den. Ja, ja, das ist ein kleiner, okay. Guck, was die noch so alles nach mir werfen können. Ich will es gar nicht wissen. Nein, du musst weg. Du musst weg da. So. Spielt der wirft das Goal. Das ist die falsche Richtung. Okay, so ist besser. Wait. Wenn ich das jetzt neu einsammle... Okay, es passt, es passt. Ich wollte gerade sagen, geht es dann von vorne los, aber alles gut. Der wirft einfach das Goal. Proof that SMW is NP complete. Von Michelangelo und Level Sculptor. Wer waren die denn jetzt jeweils? Michelangelo war FT029 und Level Sculptor. Ach, das ist das gleiche. Das ist alles FT029, okay. So, also müssen wir jetzt hier noch ein On-Off suchen. Oh. Oh!
Das geht nur mit dem roten Switch. Okay, dann sind wir hier erstmal fertig. Also, dann prove that SMB is NP complete. Was immer das heißt. What? Not gate, make this expression true, not a. A. Hey, ich dachte, kann ich nicht mit Spinjump abspringen? Ach, ich will das nicht drücken. Make this expression to A and B. Also das und das. And gate. Okay, I guess. Make this expression true, A oder B. Also eins von beiden. Or gate. Nehmen wir B, I guess. Und dann gehe ich hier rein. Ah ja. Level-Konzept verstanden. Make this express. Oh Gott. Das ist das Not Gate. Das heißt, A oder nicht B. Wenn ich also A nicht drücke, muss ich nicht B wählen. Richtig? Ja. Wait, ist das jetzt schon fertig? Jetzt habe ich ja nur noch das hier. Aber da hatte ich jetzt ja keine Auswahl mehr. Aber das, okay, scheint ja wohin zu führen. Okay. Not gate. Aber ich habe jetzt ja immer nur eine Auswahlmöglichkeit. Und das war jetzt aber falsch. Was habe ich jetzt denn falsch gehört? Dann müsste ich hier durch, oder wie? Weil den habe ich jetzt hier aus... Den habe ich jetzt ja... Also den darf ich nicht auslösen. Ich muss nämlich da in die Röhre rein. Nochmal von vorne. Also dann machen wir jetzt A. Und B. Und jetzt ist ja zeitgleich dieses Ding da. Das heißt, jetzt kann ich hier rein. Jetzt habe ich wieder den gleichen Quatsch gemacht. Die darf ich nicht auslösen. Bin ich dumm? Ich meine, das ist simpelste Aussagenlogik. Ich hab das...
ich habe das dann nicht gesehen. Da war noch ein Not davor. Nicht A oder nicht B. Ah, ich habe das Not davor nicht gesehen. Ich habe schon an meinem Verstand gezweifelt. Da ist ein... Ach, Mann. Also nicht A oder nicht B. Nicht. Also nicht. Und dann die Aussagen. Ne, die Aussage hier alleine bedeutet ja A oder nicht B. Das heißt, wenn man A drückt... Dann entweder A drücken oder nicht B drücken. Wobei nicht B ja nicht zwingend bedeutet, dass man A drückt. Ja, nicht B heißt ja einfach nur, ich drücke B nicht. Und diese Aussage wiederum mache ich jetzt einfach nicht. Was ich nicht ganz verstehe, ist dieses Not Gate. Das verstehe ich nicht ganz. Ist es da nicht am schlauesten? Moment. Moment. Und das ist OR Gate. Den darf ich aber auch nicht, ne? Der war jetzt auch Mist. Jetzt löse ich doch wieder, genau. Jetzt löse ich wieder den Kollegen aus und den darf ich nicht auslösen. Ich muss hier rauskommen. Aber das heißt doch dann... Warte mal, was? Was ich halt nicht ganz verstehe, ist dieses Not Gate. Das heißt mal OR Gate, mal Not Gate. Was genau macht das? Jetzt habe ich hier das Ding. Das ist aber halt auch Mist. Hier will ich ja auch nicht rein. Also den will ich ja nicht. Das habe ich ja schon festgestellt, dass ich den nicht will. Ich will keins davon. Aber wenn ich keins davon nehme, löse ich jetzt das da aus. Und dadurch frisst er mir den Block hier weg. Den will ich aber auch nicht weggefressen haben. Nee, dann muss ich ja einfach nur... Ich bin dumm. Ich war vorhin richtig. Der muss weg... Jetzt habe ich den nicht ausgelöst. Und jetzt muss ich bis ans Ende durch. Wieso hatte ich das... Habe ich das nicht vorhin... Wieso habe ich das vorhin nicht gehabt? Hä? Wieso habe ich... Was habe ich denn am Anfang gemacht? Ich dachte die ganze Zeit, das hatte ich schon gemacht und deswegen habe ich es nicht mehr gemacht. Jetzt raff ich gar nichts mehr. Also ich raff, dass das richtig ist, aber hatte ich das nicht am Anfang auch? War das nicht das allererste, was ich gemacht hatte? Ich weiß es nicht mehr. Lost. Lost. Ich bin verwirrt. Ich habe doch genau das als erstes. Was habe ich als erstes gemacht? Scheinbar was anderes. Scheinbar habe ich irgendwas anderes als erstes gemacht. Jedenfalls betreten wir als nächstes den Wald der Steroidenbrüder. Beziehungsweise machen wir das beim nächsten Mal. Von Diarrhoe Wasserfall. Was? Wir gucken noch kurz, wer das ist. Sobald ich meine Maus finde.
Das ist Jolpengammler. Haben wir schon mal gelesen. Ja, während ich noch eine Weile verwirrt bin, bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.